Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute ist Samstag und ja, irgendwie haben wir den ganzen Tag so ein bisschen langsam starten lassen. Bis ich gerade gesehen habe, dass angeblich meine My Little Box wohl heute noch kommen soll, die angeblich erst Montag kommen sollte. Ja, da musste man sich ja doch mal ein bisschen fertig machen, um dem Postboten nicht komplett gammelig die Tür zu öffnen. Naja, auf jeden Fall habe ich so ein paar Sachen, die ich eigentlich erzählen will. Ich bin dann immer am Anfang eines Vlogs total durch. Fangen wir erstmal mit dem Wetter an. Bei uns hatte das ja auch jetzt geregnet wie Sau, aber wir hatten noch richtig, richtig Glück. Weil bei uns war jetzt nichts mit Hochwasser, aber sobald man die Stadt weiter Richtung Süden gegangen ist, sind da auch schon Wege überschwemmt und ich glaube, in einem Stadtteil wurde dann in einigen Ecken auch der Strom abgeschalten wegen Hochwasser. Also das war schon richtig heftig. Und wenn man dann gesehen hat, was in anderen Städten noch los war, da kann man richtig von Glück sprechen, dass man hier so sicher war noch. Also das ist echt hart. Ich habe ja immer gedacht, gerade wir hier so im Westen, wir haben noch relativ Glück, weil wenn man sonst so von Überschwemmungen gehört hat oder so, dann war das ja nie wirklich hier. Das war immer irgendwo, aber nicht wirklich direkt hier. Und ja, so schnell kann man mal sehen, wie es sich ändern kann, ne? Also richtig heftig und ja, jetzt möchte ich mal zu einem etwas schöneren Thema kommen, aber das hat mich jetzt doch noch ein bisschen in letzter Zeit beschäftigt, weil man das, wie gesagt, so nah noch nie her hatte. Obwohl, so ein schöneres Thema ist das gar nicht. Ich habe gestern Deadly Ever After von Jennifer L. Armentrout beendet. Nee, ich konnte mich wirklich nicht mehr damit anfreunden. Also wir sind keine Freunde geworden. Ich habe irgendwie sehr schnell gewusst, also geahnt, wer der Täter ist. Ich fand die beiden hier, diese Liebesgeschichte, die da entstehen soll, die fand ich weiterhin unglaubwürdig und das war wieder so dieses Klischeehafte, ne? Boah, er hat so Muskeln und ist so gut aussehend und ist so der Traummann überhaupt. Und sie ist ja eher so ein bisschen, ja, hat ein bisschen mehr auf den Hüften, sagt sie immer. Und er kann sie trotzdem total leicht heben, als würde sie schweben. Und ach, das war einfach, sie kommt auch immer sofort. Na, war mir ein bisschen zu blöd und zu unglaubwürdig nachher, aber habe ich jetzt hinter mir, wer brauche ich nicht nochmal. Aber habe ich ja zum Glück auch nicht bezahlt. Ich habe es ja mal zugeschickt bekommen. Gott sei Dank, weil das schon mal jemand aussortiert hat. Dann habe ich mir überlegt, dass ich jetzt, also nächstes Wochenende, wenn ihr das jetzt seht, da möchte ich mal wieder ein Try-a-Chapter machen. Das habe ich schon ewig nicht mehr gemacht. Ich glaube, ich habe ein oder zweimal in meinem Leben ein Try-a-Chapter gemacht, weil das ja doch schon mit ein bisschen Aufwand verbunden ist, weil man muss ja ein paar Bücher lesen, so die ersten Kapitel und ich sage immer so bis zu 50 Seiten. Aber lies mal in 5 Büchern 50 Seiten. In der Zeit könnte ich auch ein ganzes Buch fast lesen. Und manchmal, wenn ich dann doch keine Lust habe auf das Buch, dann liegt das erstmal da und ich denke mir dann so, ja, jetzt habe ich ja schon mal reingelesen. Will ich das wirklich noch weiterlesen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ich habe mir wieder 5 Bücher ausgesucht und einen kleinen ja, Spoiler gibt es jetzt schon mal. Ich habe mir nämlich unter anderem Sinful King von Meghan March ausgesucht. Also ich habe generell 5 Bücher rausgesucht, wo ich denke, die liegen schon ein bisschen länger hier, obwohl eins noch gar nicht so lange, aber allgemein liegen die halt einfach hier und ich habe gar keinen Zugang zu den Büchern. Also irgendwie weiß ich nicht genau, was mit denen ist, aber ich greife einfach nicht dazu. Und deswegen dachte ich mir, komm, mach ein Try-a-Chapter, lies mal ein paar Kapitel und guck mal, ob es dir gefällt. Vielleicht habe ich ja total Bock drauf. Ja, also Sinful King wäre es eins, aber da weiß ich auch noch nicht genau, was ich davon halten soll. Aber worum es genau hier geht, das erfahrt ihr dann im Try-a-Chapter. Aber da, ja, mal wieder ein bisschen was anderes, was ich echt schon lange nicht mehr gemacht habe. Ja, während ich jetzt noch ein paar Bücher für das Try-a-Chapter angelesen habe, kam auch meine My Little Box an. Das Besondere dieses Mal ist ja, dass es irgendwie, ja, angeblich eine größere Box sein soll, weil es eine große Sommeredition ist und sie die Boxen von Juli und August vereint. Also das heißt, im August bekomme ich keine Box und dafür jetzt ja, quasi doppelter Inhalt. Ich bin gespannt. Ich habe nur gesehen, dass sie sich mit irgendeiner Marke zusammengetan haben, die wohl besonders für so Schwimmaccessoires, Badesachen irgendwie wohl bekannt sind. Keine Ahnung, kenne ich mich jetzt nicht ganz so aus. Oha. Ja, obendrauf habe ich endlich wieder ein Bild. Das habe ich ja letztes Mal irgendwie vermisst, dass ich nicht so ein tolles Bild da hatte. Yay, wenigstens das habe ich jetzt wieder. Und es sind 2 Taschen.
Ach so, die kann man zusammenknüpfen. Das sind so Druckknöpfe. Genau, also die Marke hieß Albertine oder so, ich weiß es nicht. Ja, kenne ich auf jeden Fall nicht. Und jetzt haben wir hier einmal eine, ja, so einen Kulturbeutel halt, ne? So eine Tasche und nochmal so eine. Ich meine, kann man ja eigentlich. Eigentlich kann man immer gebrauchen, aber brauche ich davon jetzt zwei? Das ist gerade so die Frage. Gut, ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal die auf und gucken, was hier so drin ist. Ich habe auch noch keine Ahnung. Achso, ich musste gerade lachen, weil ich aktuell so eine Verpackung in der Dusche stehen habe, aber das ist wieder ein anderes Produkt. Es ist ein milchiges After Sun Spray. Das ist ja von dieser My Little Beauty, dieser Eigenmarke, und habe ich mich gerade einen Reinigungsmus für die Gesichtsreinigung, und deswegen dachte ich gerade so, das sieht genauso aus. Ja, also After Sun Spray, wenn wir jetzt mal wieder sonnige, warme Tage haben, ist das bestimmt nicht verkehrt. Aber der Sommer ist ja dieses Jahr irgendwie auch nicht so sonnig. Dann von Dr. Barbour eine Intense Calming Cream. Okay, also einfach nur eine intensive neurokosmetische Gesichtspflege. Für trockene und empfindliche Haut kenne ich jetzt auch noch nicht, aber Gesichtspflege kann ich immer gebrauchen. Ja. Ist halt mal ein Pröbchen. So, was haben. Hört sich nach Kette oder sowas an. Wie kriege ich das jetzt auf, ohne es komplett zu zerstören? Okay. So sieht das Ganze aus. Es ist eine Kette für alle Gelegenheiten. Dieses feine Accessoire ist ein fleißiges Lieschen. Während deine anderen Schmuckstücke einfach nur faul in der Sonne glänzen wollen, hat diese Kette eine echte Mission. Denn deine, oh nein, deine Sonnenbrille nicht aus den Augen lassen. Vorbei sind die Tage, an denen sich dein wichtigstes Sommeraccessoire auf Abwege begibt. Und wenn du das Haus doch mal ohne getönte Gläser verlassen möchtest, verwandelt sich die Kette in Hand und dreht in ein Trendy-Accessoire in Muscheloptik. Okay, ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen erschreckt. Ich dachte mir. Deswegen haben die hier so komische Ösen ran gemacht. So diese. Ja, da kann man anscheinend wohl seine Brille ran machen. Ich meine, das habt ihr ja bestimmt schon mal gesehen, dass es da diese Leute gibt, die Brillen an so Ketten dranhängen. Damit die nicht runterfällt, hätte ich jetzt wahrscheinlich nicht benutzt, aber die kann man anscheinend abmachen. Und dann ist es halt eine Kette, eine einfache. Ja. Keine Ahnung, muss ich nochmal auf mich wirken lassen. Ich trage eh viel zu selten Ketten. Und irgendwie sind die alle Gold in letzter Zeit. Ich habe das Gefühl, also ich hatte mal so einen Tick früher, da wollte ich alles in Silber. Und dann kam irgendwann der Tick, dass ich alles in Gold wollte. Und momentan habe ich fast nur noch goldenen Schmuck, also auch Ohrringe und Armbänder und so. Und ich glaube, in der My Little Box hatte ich noch nicht einmal irgendwas Silbernes, es war immer Gold. Okay. Take a bath. Bubble Body Wash Pad. Das sagt mir jetzt auch gar nichts. Bubble Body Wash Pad mit wertvollen Otaka-Enzymen für ein gereinigtes und revitalisierendes Hautgefühl. Aha, das Waschpad wurde speziell für die Tiefenreinigung entwickelt und wirkt wie ein Detox für die Haut. Okay. Habe ich noch nie gesehen. Was macht man denn damit? Okay, es gibt eine schäumende Pflegeseite, die weiß ist und mit kreisenden Bewegungen 3 bis 5 Minuten auf die angefeuchtete Haut einmassieren. Und danach die strukturierte Reinigungsseite in Rosa sorgt für eine noch effektivere Tiefenreinigung. Und dann Körper mit Wasser abspülen. Okay, habe ich tatsächlich noch nie sowas benutzt. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Sehr interessant. Oh Gott, hier ist so viel Kleinkram drin. Was ist das hier schon wieder? Dr. Susanne von Schmiedeberg. Hyaluron-Gel-iPads. Okay, auch noch ein bisschen was für meine zarten Tränensäcke. Ja, also solche Gel-Pads sind das halt auch nochmal. Und, achso, das ist der kleine Spoiler. Ja, ich habe mir irgendwie sowas schon gedacht. Ja, das hier ist noch ein Pareo. Ich vergesse mal, wie das heißt. Diese komischen Tücher, die man sich so um die Hüften wickeln kann am Strand. Du, du, du.
Ja gut, also die Farben sind ja schon sommerlich schön, ne? Muss man ja sagen. Ich werde es wahrscheinlich noch nicht benutzen, weil ich bin gar kein Strandtyp. Wann war ich das letzte Mal im Wasser? Das ist auch schon 1000 Jahre her. Aber als es rauskam, dass es eine Marke ist, die nun mal Schwimmklamotten hauptsächlich herstellt und Schwimmaccessoires, da war mir sofort klar, dass da irgendwie so ein Tub wahrscheinlich drin sein wird. Und da habe ich ja recht gehabt. Ich meine, hübsch finde ich es trotzdem. Passt auf jeden Fall zur Saison. Wie gesagt, ob es jetzt für mich nützlich ist, keine Ahnung, muss ich mal gucken. So, auf jeden Fall ist die Tasche jetzt leer und hier ist auch noch, ja, noch Werbung von BookBeat drin. Hey, passt ja. BookBeat, hey, benutze ich aber nicht. Ja, und noch ein bisschen was von diesen Albertinen, von dieser Marke halt. Und der Spoiler für die nächste Box, den gucken wir uns aber gleich erstmal an, denn jetzt mache ich mal die zweite Tasche auf. Eieieiei. Okay, hier ist was für die Haare. Ein Eco-Therapy Revive Conditioner. Die haben ja auch alle so tolle Namen. Auf jeden Fall was für die Haare. Marke kenne ich auch nicht. Aber es ist 100% vegan und organisch und Ocean Waste Plastic, silikonfrei und so weiter. Ja. Conditioner benutze ich eigentlich regelmäßig, deswegen werde ich das auf jeden Fall auch benutzen. Und ein Cleanser fürs Gesicht, for all skin types. Ja, für Face and Eyes. Also auch wieder was zum Abschminken. Ja, ich schmink mich ab. Also alles, was so mit Shampoo, Conditioner, Abschminkzeug oder Duschzeug ist, benutze ich ja regelmäßig. Also das sind immer Produkte, wo ich mir denke, davon kann ich ruhig was im Haus haben. Ich benutze das irgendwann. Wie gesagt, jetzt bei dem Aftersun-Dingen, dazu müsste ich mal mehr in die Sonne gehen. Okay, was ist das denn? Losgelöst, feiner Sand, weiches Haar. Du kannst seinen feinen Zähnchen vertrauen. Er wird deine salzigen Strähnen zärtlich entwirren. Okay, ist das jetzt ein Kamm? Ja, es ist ein Kamm. Und zwar einer aus Bambusholz, FSC zertifiziert. Jo. Also ich sage ja, das soll halt eine Sommerbox sein und das passt auf jeden Fall. Ich glaube, wenn ich jetzt so ein richtiges Strandgirl wäre und irgendwo im Urlaub wäre und hätte halt dieses Pareo-Tuch und die After-Sun-Lotion und den Kamm, da würde ich wahrscheinlich super glücklich mit werden. Ja, momentan habe ich jetzt halt einen Kamm. Und natürlich nochmal wieder eine 2-in-1 Reinigung und Maske. Hautklärendes Reinigungsgel oben und hier unten eine mattierende Feuchtigkeitsmaske. Ach, wie war das mit? Ich möchte meine Masken reduzieren. Ich gebe ja zu, letzte Woche habe ich auch vergessen, eine Maske aufzutragen. Das muss ich dieses Mal unbedingt wieder machen. Jetzt habe ich noch eine Maske und dann noch so ein Zwei-Step-Ding. Ich bin ja faul. Wirklich, ich bin zu faul für Masken, deswegen benutze ich sie nie. Und jetzt es ist auch noch eine mit zwei Steps. Okay, also erst muss ich das Reinigungsgel auftragen, verreiben und dann mit lauwarmem Wasser sofort wieder abnehmen. Und dann kommt noch 10 Minuten lang die mattierende Feuchtigkeitsmaske ins Gesicht. Ah, meine Sammlung erhöht sich. So, was ist das? Ach so, ja, auch noch mal ein bisschen Werbung und Produktzeug, ne? Ah, okay, hier ist das passende Shampoo zum Conditioner. Also das macht mich jetzt doppelt glücklich, will ich auf jeden Fall benutzen. Und dann ist noch ein Produkt drin. Was wird das denn jetzt sein? Oh nee, noch nicht so ein Cognac-Schwamm. Ich hasse diese Dinger. Ich habe, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal in irgendeiner Box so einen Cognac-Schwamm gehabt. In der My Little Box damals schon und meine Schwester hatte so ein Teil in ihren Boxen und jetzt habe ich auch wieder einen. Ich mag die ja nicht, ne? Ich finde den super süß, das muss man ja mal sagen. Ich finde den echt hübsch, aber irgendwie bin ich nicht der Typ für so Cognac-Schwämme. Wo ist denn jetzt der deutsche Part? Da steht das nur auf Französisch drauf. Ja, da steht's klein in Deutsch, ach oh Gott. Seit wir den Cognac-Schwamm entdeckt haben, ergreifen wir jede Gelegenheit, um das Thema auf diesen 100% natürlichen und biologisch abbaubaren Meeresschwamm zurückzubringen.
Viel weicher als die Gischt auf deinem Gesicht quillt er bei Wasserkontakt auf, wobei er sowohl als zarter Peelingschwamm als auch als Pflege fungiert. Ja, eigentlich ist es ja gar nicht so schlecht, ne? Aber irgendwie. Also hier steht, dass der Schwamm kann täglich verwendet werden. Man soll ihn halt nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser ausspülen und gründlich trocknen lassen. Und dann kann er nach dem ersten Gebrauch für bis zu 3 Monate lang ein Begleiter sein. Ja, aber das ist jetzt nicht so für mich. Aber. Ja, das. Ich finde, da ist so viel Kleinkram drin irgendwie, wisst ihr? Ich meine, die Tasche hier finde ich auch ziemlich cool, weil die hat auch noch so 2 kleine Innenfächer. Ich glaube, das hatte die andere jetzt nicht, ne? Genau, die andere, die hatte das jetzt nicht. Die war so, wie ist das, gesteppt von innen. Und die hier hat halt, wie gesagt, noch so Fächer. Ja. Ich meine, so richtige. Normalerweise hat man ja immer irgendwie noch eine Marke, die man kennt oder worauf man irgendwie scharf ist oder sich freut, da ein paar Produkte zu haben. Das habe ich jetzt diesmal wirklich nicht. Und ich finde halt, man hat wieder sowas Maskenartiges für die Augen, Maske fürs Gesicht, was zum Schrubben für den Körper, was zum Schrubben für den Körper. Und dann nochmal eine Creme fürs Gesicht, nochmal was zum Abschminken. Also es ist ziemlich wieder gesichtlastig. Ich freue mich aber natürlich trotzdem darauf, die Produkte auszuprobieren. Wie gesagt, gerade Shampoo und Conditioner, darauf freue ich mich wirklich sehr. Ja, ein After Sun Spray, falls es mal. Ich habe immer das Gefühl, sowas vergammelt bei mir immer. Ich bin nicht so das Sonnenkind. Und ja, ansonsten, die Sachen werde ich auch alle benutzen. Kette muss ich mal schauen. Kamm ist ein Kamm. Pareo, keine Ahnung. Aber wie gesagt, für das Motto, finde ich, ist es eigentlich schon getroffen. Ja, war mal interessant, jetzt doppelt so viel auszupacken. Also lasst mir mal gerne in den Kommentaren eure Meinung dazu da. Sind da Produkte bei, wo ihr sagt, jo, da freue ich mich total drauf. Also, oder ich würde mich darüber freuen. Oder eher so, na, das bräuchte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ja, aber dann wisst ihr, nächsten Monat, also für den Monat August, gibt es dann keine Box. Dafür hätten wir jetzt halt die doppelte Ladung. Und hier ist noch ein Spoiler drin, fällt mir auf, ne? Kleiner Spoiler für den September gefällig. Drehe diese Karte einfach um und tauche ein in unsere Idee für die Zeit nach dem Sommerurlaub. Okay, das ist My Little Box und ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Estée Lauder sagt man ja immer in Deutsch, aber ich weiß nicht, ob das dann Französisch Estée Lauder. Ich habe keine Ahnung, aber ihr kennt den Namen bestimmt. Das ist schon mal wieder eine Marke, die kenne ich. Ich glaube, da habe ich nur einmal eine Wimperntusche bis jetzt von gehabt. So, die Arbeit hat wieder begonnen und die Ferien sind schon in weite Ferne gerückt. Sagen sie im September. Im Oktober habe ich dann wieder Urlaub. Um die letzten Strahlen des Sommers einzufangen, lümmeln wir auf Dachterrassen rum und genießen spätsommerliche Sundowner. Freu dich auf ein ultra-softes Trendaccessoire, das mit dir die Süße des Lebens einfängt und neidische Blicke auf sich ziehen wird. Sehen wir uns nächsten Monat. Ein ultra-softes Trendaccessoire. Da bin ich aber gespannt, was das dann wird. Wir werden es ja dann spätestens im September sehen. Aber wie gesagt, lasst mir noch eure Meinung eben da, und denn das interessiert mich immer sehr. So, heute gibt es bei mir mal wieder Porridge nach langer Zeit. Ist wieder typisch, ne? Die Sonne kommt raus, Wetter wird wärmer und alle kramt ihr Porridge raus. Aber ich habe halt schon so lange keins mehr gehabt und ich habe jetzt tatsächlich mal ein neues ausprobiert. Denn das alte, was ich immer hatte, das gibt es halt nur bei Kaufland und ich bin einfach viel zu selten bei Kaufland und musste mir jetzt mal eine Alternative überlegen. Ich hoffe, das wird schmecken. Das ist jetzt ja von Edeka, Haferhimmel Porridge Meerkorn. Ich habe mir noch ein paar Chiasamen extra reingemacht, weil in meinem alten war schon alles zusammen drin. Ich probiere mich jetzt mal durch. Ich habe auch noch von diesen, wie heißt denn das? Three Beers? Ich habe keine Ahnung, wie man Bären jetzt auf Englisch ausspricht. Habe ich auch noch eingeholt, aber ich probiere jetzt erstmal den. Ich meine, nett sieht da ja schon mal aus. Hoffentlich schmeckt er auch. So, um nochmal auf das Porridge von gestern zurückzukommen. Es hat super geschmeckt, aber man merkt schon, es war ein bisschen kompakter als die Mischung, die ich halt vorher hatte, weil da halt gröbere Haferflocken drin waren. Aber ist ja alles nur Gewöhnungssache. Ich fand es trotzdem recht lecker. Habe noch ein paar Chiasamen selber reingemischt, die ich hatte, und dann ging das alles. Ich möchte euch jetzt noch erzählen, ja, ich sollte euch vielleicht erstmal erzählen, dass ich gar keinen Bock hatte, gestern ein Video zu drehen. Irgendwie war gestern so überhaupt nicht mein Tag. Also ich habe, erstmal, mir war sau warm, weil es ja plötzlich hier irgendwie bis zu 28 Grad war. So aus dem Nichts. Und jetzt ist wieder heute so bewölkt und Strickjackenwetter, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, weiß ich nicht, das war wieder, glaube ich, einfach alles. Und dann hatte ich
nicht so wirklich Lust. Und dann habe ich auch schon, ich habe ja immer gesagt, wenn ich nicht wirklich mich danach fühle, dann sollte ich lieber nicht drehen, weil sonst wird das nichts. Und ich hatte ja noch eins vorgedreht, also gab es ja jetzt sowieso den Tag, den ihr gesehen habt. Vielleicht drehe ich ja dann nächste Woche noch das Trial Chapter, mal gucken. Ja, war einfach blöd. Dafür habe ich aber angefangen, ein neues Buch zu lesen, und zwar The Sun is Also a Star von Nicola Yoon. Und ich habe ja von der Autorin Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt gelesen, und das fand ich ja ganz gut. Also klar, ich fand's, ich glaube, es gab irgendwie ein paar Stellen, die fand ich jetzt nicht ganz so toll, aber im Großen und Ganzen erinnere ich mich, dass ich das Buch eigentlich mochte. Und deswegen bin ich gespannt, wie das Buch jetzt ist. Ich habe nur mal hier den Teil kurz reingelesen, aber es ist wieder so typisch Nicola Yoon irgendwie. Also irgendwie hat so eine Handschrift, die schreibt einfach anders. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja, deswegen bin ich mal gespannt. Hier geht's ja. Ich habe es nicht mal mehr. Ich mache ja mal den Umschlag ab. Ich habe Daniel und Natascha. Natascha ist Jamaikanerin und soll ja aus dem Land geschmissen werden wieder, weil sie wohl illegal in Amerika ist. Und dann trifft sie wohl auf Daniel und er will das nicht und hat sich wohl total verknallt in sie. Und sie denkt sich nur so, bist du bekloppt, wir kennen uns doch gar nicht richtig. Aber er will jetzt Natascha überzeugen, dass es Liebe auf den ersten Blick doch gibt. Also ich bin noch nicht sehr weit. Also ich habe Natascha und Daniel schon kennengelernt. Aber ja, mal gucken, was hier noch so kommt. Bin ich auf jeden Fall ganz stolz, dass ich da mal angefangen habe. Das ist nämlich auch so ein Buch, was ich immer weiter vor mir hergeschoben habe. Und jetzt ist es wirklich mal wieder Zeit für Sport, Leute. Ich habe das so wieder rausgeschoben, weil es war mir ganz ehrlich einfach zu heiß. Ich bin ja gefühlt bei allem schon ausgelaufen, aber heute, ja, ich bin so raus, ne? Ich bin echt so raus. Ich habe mich jetzt mal ins Schlafzimmer verzogen, denn mein Freund guckt gerade einen Livestream von Gronkh. Denn auch Gronkh ist ja im Keller total abgesoffen, also sein ganzes Zeug. Und das ist auch so ein Thema, ich hätte nie gedacht, dass das solche Kreise zieht noch. Das ist so heftig immer noch. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nicht genug sagen irgendwie, ja, weil ändert ja irgendwie trotzdem nichts an der Tatsache, dass so viel Hochwasser war. Aber ich muss mal sagen, ich finde das so toll, wie die Leute jetzt wirklich zusammenhalten. Es gibt auf Instagram ganz viele Aktionen, die spenden, und dass da auch so eine Seite ins Leben gerufen wurde, wo auch Autoren sich beteiligt haben und dann Bücher versteigert werden. Oder auch in der BookTube-Community, da gibt es auch einige Fälle, wo Leute dann nochmal gespendet haben. Ich auch. Also das war echt krass, was passiert, wenn Leute einfach sich gegenseitig unterstützen, weil das kann uns allen passieren. Und ich habe echt, also was für Bilder ich gesehen habe, ich könnte mir nicht vorstellen, in so einer Situation zu sein. Ich möchte das auch gar nicht. Ich meine, die wollten es auch nicht, aber das ist einfach nur krasser Scheiß. Und da hilft man halt, wo man kann. Und ich muss dazu auch mal sagen, ich lese halt unter vielen Beiträgen oder auch in so Streams von anderen, wenn es ums Spenden geht, so, dass Leute dann sagen, die haben halt gerade nicht die Möglichkeit zu spenden. Das ist überhaupt gar kein Ding, wenn man halt nicht ne, noch was übrig hat zum Spenden, dann ist das halt so. Genauso wie einige dann auch sich rechtfertigen, dass sie nur ein bisschen spenden, aber auch dieses bisschen Spenden ist ja auch schon was Schönes. Und wie sagt man immer, Kleinvieh macht auch Mist. Also da braucht man sich echt überhaupt keine Gedanken machen, dass man nur ein bisschen gespendet hat. Ich meine, nicht jeder kann hier die Mördersummen rausholen. Da sehe ich manchmal auch Beträge, wo ich denke, wow, krass. Ja. Aber das zum einen, also wie gesagt, das schwirrt momentan auch noch so ein bisschen in meinem Kopf die ganze Zeit mit rum. Und auf der anderen Seite bin ich momentan einfach nur noch müde. Weil meine Arbeitskollegin hat jetzt 2 Wochen Urlaub und ich bin ja dann in der Vertretung, also ich muss ihre Post machen und meine Sachen und habe gleichzeitig noch jemanden zum Einarbeiten da. Ich kann Lust mehr, ne? Ich arbeite, ich mache schon wieder Überstunden. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht vorwärts. Ich habe total viel Stress. Und gestern war ich ja noch froh, dass ich irgendwie Sport gemacht habe. Heute hatte ich schon gar keine Lust mehr, weil ich einfach erstmal Hunger hatte. Und dann ist es schon wieder so spät. Ich habe auch keine Lust, immer so spät noch irgendwas zu machen. Und gelesen habe ich gestern auch nicht. Heute werde ich wahrscheinlich auch nicht lesen. Das ärgert mich schon wieder ein bisschen. Ich habe einfach nur Lust, mich hinzulegen. Irgendwie hinzusitzen, vielleicht irgendwas zu gucken, mit meinem Freund kuscheln und dann fertig.
Ja, deswegen, wir haben zwar wieder schönes Wetter heute tatsächlich und irgendwie habe ich das Bedürfnis, es auch ausnutzen zu müssen, aber ne, kann ich gerade nicht. Also falls ihr, ja, also spannenden Vlog gibt es jetzt, einen spannenderen Vlog gibt es jetzt leider nicht und ich weiß auch nicht, wie es dann jetzt nächste Woche aussieht. Also vielleicht vlogge ich auch gar nicht, ich weiß es noch nicht. Und noch ein anderes Thema, es geht um meine Kerzen. Denn ich wurde auch gefragt, ob ich nicht mal meine Kerzensammlung zeigen könnte, weil auf Instagram poste ich ja jeden Abend ja, eine Kerze, die ich gerade anhabe und ganz viele, genau, einer hat dann gesagt, das sind ja so viele Kerzen irgendwie und ich habe eigentlich so eine kleine Auswahl für meine Sommerkerzen, die ich da stehen habe. Aber vielleicht mache ich ja mal eine Kerzensammlung. Ich weiß zwar noch nicht wie, ob ich das in einen Vlog unterpacke, ob ich das in einem anderen einzelnen Video mache und vor allem, ob ich das nochmal aufteile in Sommer- und Frühlingskerzen und Winter- und Herbstkerzen, weil ich glaube, sonst wird das Ganze doch ein bisschen viel. Ihr könnt mir gerne mal in den Kommentaren da lassen, was ihr so zum Thema Kerzensammlung sagt, ob ihr da Bock drauf habt und ja, dann gucke ich mal. Vielleicht, wenn nicht so viel ansteht, vielleicht fange ich ja einfach mal an, die zu drehen. Ja, aber ansonsten wird jetzt heute auch nicht mehr viel passieren. Ich werde jetzt auch vielleicht noch ein bisschen BookTube gucken. Und dann ist der Dienstag eigentlich auch schon wieder gelaufen. So, bevor ich mir jetzt mein Eis reinpfeife, welches er schon isst, verabschiede ich mich jetzt bei euch. Diese Woche war jetzt nicht viel Action, aber das habe ich euch ja alles erklärt und gelesen habe ich heute auch noch nichts, aber dafür war ich ein bisschen früher tatsächlich von der Arbeit zurück, muss man ja auch mal machen. Und trotzdem bedanke ich mich fürs Zuschauen. Vielleicht hat euch der Vlog ja trotzdem ein bisschen unterhalten und jetzt gibt's Eis.